Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Und ich hoffe irgendwie, dass meine Datei vernünftig ausgegeben wird mit Titel und so, weil das ist alles gerade ein bisschen merkwürdig. Ja. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert. Okay. Da fällt mir gerade was ein. Das erledige ich, bevor ich zur Mine, bevor ich nach unten gehe. Na, wann kommt der Bildschirm da? Und zwar. Dieses dauerschlechte Wetter, ne? Würde ich gerne zu den beiden Jägern da, die wir ganz am Anfang, ich hoffe, zwei, glaube ich, getroffen haben, die mir da die Jagd-Skills verkauft haben. Jetzt habe ich das Geld, ja. Das dürfte jetzt nicht so weit weg sein. Weil Minecrawler, da kann ich die Zähne und Zangen gerne und gut draus ziehen. Ah. Will ich noch ein Seraph? Und es sind ein paar Blutfliegen. Na. Oh. Die sind wir wieder zu hoch von der Höhe. Da sind auch so die, Die. Wie heißen die denn nochmal von Fallout? Ich komme nicht drauf, wie die von Fallout heißen. Die. Cazadore von Fallout, hier Vegas. Das hier. Die Blutfliegen. Will ich jetzt zumindest so beurteilen. Harmonische Ruhe des Waldes, die wir erzeugt haben. Hallo. Oh. Schön ist, dass wir sogar die beiden wahrscheinlich jetzt hätten ohne Marvin töten können. Ja, ich meine nicht, dass die mich angegriffen hätten. Das wäre ein Seraphis. Ja. Das ist prinzipiell schon mal sehr gut. Höllenpilz. Oh. Ja, da bist du. Mach nicht so komische Geräusche, stirb einfach. So. Ich glaube, da wo hier die ganzen Scavenger sind, sind die Jäger doch nicht mehr weit, oder? Na. So.
Na egal. Das sind zwei Fleisch, an denen ich dann höchstens scheitern würde. So. Wo sind denn die Jäger? Guck mal, da ist der Zaun. Den Zaun, der sagt mir doch noch was. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, genau. War doch klar. Nee, der ist der Falsche. Hallo. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Wenn ja, du ja, weißt, ja. Wie. Zumindest. Zähne entfernen. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Mhm. Jetzt würde ich noch... Wir hatten knapp 300 Erz, ne, bei uns. Fell abziehen mache ich noch nicht, das ist mir zu teuer. Krallen abziehen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken, auf keinen Fall nach hinten und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Und die Reptilienhäute? Ach du meine Güte, das verbraucht auch 100. Dann nehme ich lieber die Felle. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wichtig ist vor allem, immer von vorne nach hinten. Ja. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Felle sind sehr wertvoll. Das Fell von Wölfen oder Schattenläufern eignet sich zum Herstellen von Kleidung. Du wirst merken, ob ein erlegtes Tier ein brauchbares Fell hat, wenn du es untersuchst. Okay. So. Damit haben wir, im Gegensatz zu meinen vorherigen Gothic 3-Läufen, weiß ich noch, sehr früh diese Sachen gelernt, bis auf Reptilien. Heute kommt später, aber hätte ich überhaupt genügend Gold gehabt? Geld, also Erz. Nein, hätte ich nicht mehr gehabt. Ja, jetzt auch 58 Erz, das heißt, wir haben einen Rückstand von unserem Kredit. Oder? Ne, warte, den 100er Kredit haben wir zurückgezahlt. Den, der für Schwert war. Habe ich noch anderswo einen Kredit? Ich habe einen 50er Kredit, glaube ich, noch für den, das Gift da. Das habe ich wohl noch. Aber es war ja auch nur so ein... Ich will da nicht reinfallen. Auch wenn das noch so interessant ist, aber ich will da nicht reinfallen, weil hier ein Weg reingeht. Wow. Ein Orkblatt. Nachtschattengewächse. Also Tomaten oder was? So, was haben wir denn hier? Oh, da ist jemand gestorben. Bier, Trank. Hallo. Wieso heißen die eigentlich Moderator? Na. So. Ich habe 200 darin investiert. Das heißt, ich muss 200 durch die Verkäufe rausholen, dass sich das wieder gelohnt hat. Ja, es ist klar. War. Damit ich mir das nicht so gerade... Was ist das? Was haben wir denn da? Ist das ein Reh oder ist das ein Gegner? Das ist ein Wolf.
Es ist ein Wolf. Der war echt nicht gefährlich. Und der gibt mir ein Wolfsfell für 10. Oh, und Zähne für 10. Also 30. Oha. Ein Rudel! Zum Glück habe ich ja starke Kräfte. So. Ach ja. So, mit den drei Wölfen habe ich also jetzt schon mehr, nee, fast die Hälfte meiner Unkosten wieder wettgemacht. Das ging fix. Hm. Wenn ich 1:1 das Geld kriege, das weiß ich natürlich nicht. Hallo, Blutfliege. Aua. So. Zum Glück kriege ich die Flügel von den Blutfliegen direkt. Die kann ich eigentlich auch in meine Unkostenrechnung mit reinpacken. Damit bin ich jetzt, glaube ich, schon... Also ich habe, glaube ich, 8 Stück davon. Und 10 bringen 150. Ja, ich bin, glaube ich, schon aus den Unkosten raus. Meine ich, würde ich jetzt mal ganz... ganz salopp sagen. Also einen guten Umsatz werde ich auf jeden Fall machen. Wie groß der Gewinn nach Steuern und Ausgaben ist. Ja. So, Fleisch. Was ist das da unten? Was keine Textur hat? Seraphis, okay. Ich speichere mal. Wieso stehen da jetzt Leute vor? Hat das was zu bedeuten? Oh oh. Wie läuft's? Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Ja gut, aber ich darf trotzdem sagen, das ist nicht wichtig. Das ist ein Kompliment. Ich würde gern mal in den Tempel des Schläfers gehen. Undenkbar. Ein Ungläubiger im Tempel. Bevor du dich nicht in den Dienst des Schläfers gestellt hast, wird dir der Zutritt zum Tempel verwehrt bleiben. Na gut. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Unsere Gurus sind die Auserwählten des Schläfers. Der Schläfer bestimmt unser Schicksal und die Gurus verkünden es uns. Mhm. Ich will ein Templer werden, so wie du. Hast du eine Ahnung, wie viele Entbehrungen ich auf mich nehmen musste, um den Auserwählten des Schläfers als Tempelwächter dienen zu dürfen? Glaub bloß nicht, du kannst hier einfach reinspazieren und bekommst so mir nichts, dir nichts, die höchsten Auszeichnungen, bevor du überhaupt darüber nachdenkst. Solltest du dich mit der Lehre des Schläfers vertraut machen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen und es wird dir auch sicher die Flausen aus dem Kopf treiben. Okay. Wo finde ich gar niemanden? Ich verstehe auch nicht, warum die hier stehen. Fragen wir... Ja, das ist ein komischer Name. Das ist ein Goron, sage ich dir. Gona, nicht Goron. Hi. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Das kriegt ihr einfach so? Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Mhm. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Mhm. Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Ja, dann... Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz.
Okay. Dann helfe ich dir mal, ne? Bring dich dir so ein bisschen Zeug davon. Wahrscheinlich krieg ich gutes Geld. Die sagen ja alle, ihr Sektenspinner, ihr netten Gläubigen seid sehr großzügig. Geben und nehmen, ne? Ich geb dir was und nimm Geld. Ist nett. So. In die Höhle. So, darf ich, Tobe? Danke. Stört hier eh niemanden irgendwas. Santin, bist du Händler? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Ja, das ist bestimmt richtig. Was brauche ich denn nicht mehr? Ein Krug. Ein Schlüssel behalte ich. Münzen behalte ich. Flügel. Ach du meine Güte, da bin ich lange aus den Unkosten raus. Ah, okay, ich kriege nicht dasselbe Geld, wie es wert ist. Gut, das zu wissen. Mal gucken, könnte man sich ein bisschen vorstellen, aber gut, das nochmal so direkt zu sehen. Aber Erz ist 1 gegen 1. Also da gibt es keine unterschiedlichen Währungen. Komm, hol ich mir noch ein paar Dietrich. Wasserbolzen. Hat der nicht mehr? Dann muss ich lange Flügel entfernen, bis wir einen netten Deal haben. Gebe ich dir noch 2 Erz. Damit kann man immer gut ausgehen. Das ist wie so Kleingeld. So. Und jetzt? Okay, ich dachte schon. Hallo? Ich kann nicht laufen. Hilfe. Hilfe. Ich kann doch nicht das Hauptmenü drücken. Wow. Alter 4. Das Leben gehört dir. Funktioniert echt geil. Nein, ich will nicht HP irgendwas beenden. Gut, keine Rückmeldung, das kann man natürlich machen, muss man nicht. Immer mal an dieser Stelle hat oder irgendwie sowas in der Art, oder ich warte das Intro gerade ab. Aha. Das heißt, ich kann nochmal mit denen reden. Toll. Das alles relativ fix. So, hier. Na, 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 na. So. Boah. Speichern. Weil wichtig.
wie man lernt, vor allem in Gothic. Und in die Höhle rein. Und irgendjemand draußen, ich glaube, das Geräusch ist immer vom Steine schleifen, wenn ich mich nicht täusche. Nathan Drake. So. Ich habe. So. So. Was war das denn nochmal? Rüstungen, Waffen? Ach nee, dann habe ich doch ein paar Flügel verkauft. Ich packe da erstmal alle rein. Vorsichtshalber. So. Und da. So. Der Typ ist buggy. Ich kann ihm nichts verkaufen, ohne dass danach alles kaputt geht. Glaube ich. Ne. Das funktioniert nicht. Ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.